Der ist immer so richtig schön und das ist interessant, dass diese Farben, die aus den Bädern, aus den 80ern, du kennst ja, da war ja grün, braun, dann gab es noch orange, ja. Das kommt alles wieder. Das kommt immer alles wieder, ja. Gerade wenn man lange schon gelebt hat, weiß man das. Wie lange hast du denn schon gelebt? Jetzt gerade etwas über 59 Jahre. Echt, du gehst auf die 60 zu? Ja. Sieht man aber nicht. Ja, ne? Du hast ja kein einziges graues Haar. Nee, neulich habe ich mal eins gefunden. Ja, es gibt jetzt 90 Jahre Kipp. Es dreht sich um Kipp. Und wir sind in Hamburg-Lockstedt heute am 19. April 2024. Und wir treffen uns ja ab und an mal, um mal andere Sachen zu zeigen, wie, ich sag mal, Concordo Morello. Das hier ist so der Antichrist von der Fraktion. Es ist kurz und klein, hat kein festes Klo, sondern Porta-Potties oder so, hat keine Dusche, ist also alles sehr nah am Camping. Ja, wobei der macht tatsächlich, also nicht der jetzt insbesondere, aber der Kompakt in dem anderen Grundriss, der hat tatsächlich eine feste Toilette. Haben wir mal in Mülheim-Kärlich gedreht. Kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen. Aber vom Prinzip her geht es bei Kipp immer darum, auf möglichst kompaktem Raum ein richtig gutes Raumgefühl zu erzeugen. Und das fällt immer flach, wenn ich hohe Schränke habe oder Türen, Compartments, Dusche, Toiletten, was auch immer. Deswegen ist auch tatsächlich die Tür in dem, also die Toilettentür in dem anderen Kompakt auch zum Wegfalten, weil es wirklich das Raumgefühl zerstört. Also wenn man die beiden jetzt nebeneinander hätte und da reingeht, dann würde man schwören, dass der andere deutlich kleiner ist. So, Preis von dem Kipp, wie er hier steht, das ist ja immer schön so, ich sag mal, zum Zeigen hast du mal alles reingemacht, was kostet sowas? Der wird jetzt Ende 30 ungefähr sein. Also 40? Ja, Ende 30. Ja, wenn wir noch 4 Wochen warten, sind es 40. Nee, die Preiserhöhungen waren jetzt vor kurzem. Also ich hoffe, sagen wir mal so, dass es jetzt erstmal dabei bleibt. Jetzt gibt es ja andere, die sagen, Mensch, dafür kriege ich ja schon Tandem LMC und so weiter. Ist was anderes, anderes Konzept. Ja, da sage ich immer nur, dann kauft er den. Das spricht also erstens natürlich das Design, die Form, die Farbgestaltung, bespricht einfach ein ganz bestimmtes Publikum an, die einfach keine Lust auf einen typischen Wohnwagen haben, weder von außen noch von innen. Das ist gar nicht abwertend gemein, sondern die Geschmäcker sind einfach verschieden. Und da ist Kipp meiner Meinung nach wirklich führend in Ausstattung, in Nutzbarkeit, in Design, innen und außen einfach ganz andere Wege zu gehen und ganz andere Zielgruppen anzusprechen. Ja, der ist jetzt... Der ist ganz interessant gestaltet, weil der ist so von den Farben sehr, sehr retro, also das Braun und so. Aber von der Ausstattung her so Leichtmetallfelgen in Schwarz, auch hier vorne die ganzen Applikationen in Schwarz. Ja. Alles schwarz, eloxiert oder ja, hier. Ja, haben wir sehr viel gekämpft, weil, also klar, kommt nicht alles von uns, das wäre Quatsch. Aber wir geben natürlich Inputs, was wir gut finden. Es gibt auch so einen kleinen Generationswechsel langsam bei Kipp. Und da geht es natürlich darum, also die Idee dieser Farben ist, dass es alles Erdfarben sind, das Blau, das Braun, das Grün, sind gefällige Farben, ist nichts, was einem irgendwie auf die Nerven gehen könnte. Und möglichst wenig Farben insgesamt zu haben, also wir haben ja jetzt quasi nur 2 Farben, wir haben Schwarz und wir haben die Farbe des Wohnwagens. Deswegen stehe ich persönlich auch nicht dann auf silberne Alufelgen oder irgendwas, sondern schlicht, elegant, cool. Das ist so das, was Kipp verfolgt. Ja, es gibt ja noch ein zweites Konzept, das können wir uns gleich mal angucken. Das ist mit verchromten Radkäppchen und so. Das gäbe es auch hier bei dem? Nein. Nicht für Geld und gute Worte, gibt's nicht. Also müsste ich mir dann selber besorgen. Ja, also klar, manche sagen bei Abholung, ja, sie würden den da vielleicht folieren oder so. Ich habe noch nie einen gesehen, der es am Ende gemacht hat. Aber sie machen es am Schluss doch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Also das ist jetzt Erdfarben, du hast es ja eben, also braun. Jetzt hast du hier so einen Mintton. Der ist grün. Der ist grün. Das ist ein Grün, ja. So ein nennt sich Betongrau. Wie man da zu der Farbbezeichnung kommt, weiß ich auch nicht. Aber es ist so ein pastelliges Uni-Grün-Grau. Die beliebteste Farbe mittlerweile, also da gehen bestimmt 60, 70% nehmen diese Farbe.
Der Rest teilt sich auf das Braun und das Blau. Weiß? Und Weiß, ganz ehrlich, wird ganz, ganz selten genommen. Ganz selten. Sie sieht aber in der Farbkombi auch nicht schlecht aus. Ja, auch weil es nur zwei Farben hat. Bei dem Offroad finde ich auch, sieht es ganz cool aus. Aber wird trotzdem relativ selten genommen. So, und das ist dann, das ist eine Sonderfarbe hier? Oder gibt's hier? Ja, das ist das Jubiläumsmodell zum 90-jährigen Geburtstag quasi von Kipp. Das ist limitiert. Und gibt es auch tatsächlich exakt nur so, wie er da steht. So, der heißt wahrscheinlich Kipp auch mit Nachnamen, der Gründer, oder? Nee, der heißt anders. wie heißt er denn? Gunning heißt er. Gunning, so. Ja. Und wie kam die auf Kipp? Ja, die haben die Firma, war es jetzt 2000 oder 2010, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, übernommen von dem damaligen Besitzer. Und seitdem hat sich Kipp auch... Ja, aber wie kommen die auf den Namen Kipp? Das heißt ja Huhn. Nee, so hieß der erste. Also hieß mal einer Kipp? Ja. Also doch. Genau. Ja, also habe ich recht. Nicht der jetzt, ja, du hast. Und du nicht. Genau. Sehr schön, das wollte ich nur mal klarstellen. Sag mal, ist das hier GFK, das Heck? Ja, oder? Das ist GFK. Also beim Kompakt ist das ein bisschen anders. Man sieht es am Design, kann man von halten, was man möchte. Mir ist es ein Ticken zu verspielt. Ich hätte es gerne so eher wie beim Vision. Aber diese Formteile kann man natürlich nicht aus Sandwichplatten machen. Das kann man nur über Formbau. Und in dem Fall ist es tatsächlich GFK. Aus dem Bootsbau quasi. Ja, das Dach ist hier auch GFK, ist auch anders als beim Shelter. Hat den Vorteil hier tatsächlich, dass die Kaskoversicherung wegen Hagelschlag ein bisschen günstiger ist. Mhm. Aber das spielt am Ende nicht. Keine Rolle. Komm, wir gehen mal auf die Seite. Das wird immer gucken. Ich mag das... Ist natürlich noch reduzierter auf der Seite, weil es keine Tür gibt. Ja. Wie ist die Reaktion am Platz, wenn ich so jetzt kein Menschenfreund bin? Wenn ich kein Menschenfreund bin? Ja, ich gehe jetzt Camping, aber ich will niemanden sehen. Ja, dann mache ich die Rollläden zu. Ne? Geht schon, aber hier wollen ja dauernd Leute reingucken, oder? Ja, also das ist zumindest das Feedback, was wir von unseren Kunden haben. Das ist klar, die Leute gucken, weil sowas sieht man einfach schon anhand der Farbe quasi nie. Ne? Also nicht alle Tage? Nee, wirklich nicht. Also das ist und bleibt eine Nische, das soll es auch sein. Weil wer sich sowas kauft, der möchte den auch gar nicht an jeder Ecke sehen. Was cool ist, auch hier vorne der Gaskasten, der geht nicht nach oben auf, sondern er hat so Flügel. Das sieht auch schick aus. Ja, also zum einen haben wir natürlich hier den typischen Thule-Fahrradträger, dass man da überhaupt rankommt. Patrick, du wirst älter. Ja, sage ich ja. Das kann man feststellen hier. Ja. Ja, da kann man einen Haufen Stauraum, also 2x5 Kilo Gas kann man mitnehmen und man hat wirklich noch viel Platz für anderes Zeug. Also da kann man sich austoben. 300 Liter Frischwasser gibt es hier nicht? Nein, 14 Liter ist aber auch eigentlich nur fürs Abwaschen oder zum Kochen von Lebensmitteln, die nicht mit Wasser in Berührung kommen oder abgekocht werden. Bin ich der Meinung, ausreichend. Die Größe muss auch so sein, dass auch ältere Herrschaften das noch vernünftig tragen können. Und bei 15 Kilo mit Kanister und so ist dann, glaube ich, auch wirklich für die allermeisten Schluss. Und ich muss halt nicht dafür sorgen, dass ich irgendwie noch einen Schlauch mitnehmen muss, damit das Wasser... Du machst das Ding voll am Campingplatz oder zu Hause, fertig. Ja. Naja, oder ich kann es an der Tankstelle mal machen oder so. Man kann es auch gut reinigen. Du kannst es auch mal. Den Tank gibt es auch neu, wenn er mal irgendwann mal hinüber ist. Den gibt es, glaube ich, bei Berger oder bei dir. Ja. So, dann Dachgepäckträger gibt es ja keinen. Das Dach geht ja hoch, oder? Genau. Also das Einzige, was oben auf dem Dach montiert wird, wenn man es dann haben möchte, ist die Solaranlage. Können wir 200 Watt maximal oben drauf packen mit 40 Ampere. Was hier wiederum möglich ist, anders als im Shelter, wobei das nach Sonderwunsch auch möglich ist, ist ein Warmwasserboiler mit 6 Liter, 5 oder 6, bin ich mir nicht ganz sicher, den man elektrisch beheizen kann. Also das ist dann schon nochmal ein bisschen mehr als beim Shelter. Er ist ja genauso schmal, er ist 1,85 breit, das ist echt... 1,85, warte mal, wenn du mal gerade deine Arme ausbreitest, dich mal da vorstellst, hier hinter dem Heck. Ja, also das... Krass, die sind breiter als das Fahrzeug. Ja. Also man braucht im Grunde eigentlich keine verbreiterten Außenspiegel. Also keine Rückspiegel vom Zugfahrzeug. Genau. Und was super ist bei dem hier, gerade mit den hellen Scheiben, ist, dass ich tatsächlich vom Zugfahrzeug
Rückspiegel durch beide Scheiben den rückwärtigen Verkehr sehen kann. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja. Jetzt kann ich hier durchgucken. Jetzt ist die Scheibe da. Ja. Und er ist natürlich auch leicht, ne? Also der wiegt, wie er jetzt hier steht, so um die 850 Kilo, geht bis 1000, kann aber aufgelastet werden bis 1200, was ich immer raten würde, das gleich zu machen. Kann man auch im Nachhinein machen, ist aber immer ein Aufwand, ne? Mit neuen Gutachten, neuen Papieren und so. Ja, man kann ihn mit einer Fernbedienung steuern ohne Zugfahrzeug mit diesen Movern. Das sind so kleine Motoren, die werden angeschwenkt ans Rad. Und das ist schon sehr praktisch, kaufen viele, oder? Ja, also auf gerader Fläche, also ebener und glatter Fläche kann man ihn locker mit der Hand schieben. Das ist echt kein Thema. Aber so wie es natürlich eine kleine Steigung gibt, Unebenheiten im Gelände oder dass es feucht, weich wird oder so, keine Chance mehr. Ne? Dafür sind die zu schwer. Also entweder kann man richtig gut Auto fahren, beziehungsweise hat auch überhaupt den Platz dafür. Manche haben auch Probleme, den zu Hause zum Beispiel durch eine Steigung oder enge Kurve ins Auto zu schieben. Du hast das. Ich habe einen Mover, ja, ich habe das Problem. Ich habe eine steile Steigung, die auch noch sehr eng ist und da ist ein Mover, ist super. Ja. Wie lange kann ich den fahren mit einer Akkuladung? Also beim optionalen, also wenn ich diese Option gewählt habe, rate ich dringend dazu, die große Batterie zu nehmen. Also sprich hier in dem Fall 40 Ampere. Ich habe es nicht gemessen, aber da kannst du schon eine halbe Stunde mit durch die Gegend fahren. Ne? So ist es nicht. Und Solar, solange es tagsüber ist, lädt ja auch nach. Also das sowieso praktisch, da wird die Batterie hier, ja. Das ist immer, ja, wenn er steht. Mach mal auf, geh mal rein. Du bist 1,90 Meter groß plus Schuhe. Was wir hier am Eingang noch haben, ist so eine optionale Fliegengittertür. Macht auch meiner Meinung nach total Sinn. Alles andere hat natürlich auch Fliegengitter. Und Verdunklung. Mhm. Ja, also hat sogar noch einen Zentimeter mehr als im Shelter. Mhm. Also selbst groß, also wirklich groß gewachsen, ich bin ja auch nicht klein, können hier völlig unproblematisch stehen. Da gehen wir da rein mit deinen 1,90 Meter. Ja, wir können hier das natürlich so ein bisschen hin und her schieben. So, die Kopffreiheit beim Sitzen. Du bist ja jetzt wirklich ein großer Mann, kein Problem. So. Sag mal, wenn ich jetzt hier das sehen will, jetzt bin ich hier Freitagnachmittag reingekommen, muss ich einen Termin machen oder kann ich einfach... In Hamburg immer. Hamburg immer. Ja, Hamburg immer. In Dasing haben wir von Dienstag bis Samstag immer geöffnet. Und in Mülheim-Kärlich immer freitags und samstags. Ah, wegen, ist wahrscheinlich montags bis donnerstags wegen Reichtum geschlossen, oder was ist das Konzept? Nee, einfach, weil die Leute, also man kann natürlich auch anders kommen, also zu anderen Zeiten, aber dann mit Termin ist für die Leute gut, die ernsthaft jetzt eine längere Beratung brauchen, weil klar, wenn der Showroom voll ist, dann ist es gut, nicht wie auf einer Messe, aber dann hat man natürlich nicht die Zeit für jeden Kunden, die man gerne hätte. Wie ist das so in der Praxis? 2 Tage in der Woche aufmachen, akzeptieren das die Kunden? Ja, also die meisten kommen sowieso freitags oder Samstag. Ja. Okay. Das heißt, nur so kann man das, glaube ich, auch realisieren, weil das ist ja die ganzen Showrooms, jetzt ist das hier kein Produkt, das läuft wie ein VW Golf, ja, mit einer Auflage von 500.000. Nee, also wer das erzählen würde, den kann man, glaube ich, nicht mehr ernst nehmen. Nein, natürlich, das ist ja nicht so, dass wir nun täglich an jedem Standort was verkaufen, das wäre schön, aber dem ist logischerweise nicht so. Insofern ist es immer auch möglich, kurzfristig bei uns einen Termin zu kriegen, egal wo. Also es ist überall genug Personal vorhanden. Also es hat sich bewährt. Also gibt keinen Grund, durchgehend 10 Stunden aufzunehmen. Wie lang ist der hier, der Wohnwagen? Der hat 5,60 Meter. Also der ist quasi knapp einen Meter länger als der Shelter. Das ist im Prinzip dieser Bereich hier. Das ist ja genial. Das heißt, du kannst das Bett gemacht lassen, hast trotzdem noch deine Dinette, wo du arbeiten kannst. Du kannst hier was essen, hast eine große, geräumige Küche und hast ein Riesenbett, wenn du dich mal kurz drauflegst. Ja, das ist im Grunde das gleiche System wie im Shelter. Also wir haben hier die 1,70 Meter mal 2 Meter Längsschläfer. Ja, also das ist herrlich.
auch hier durch die Schräge wie im Shelter. Ich kann nach oben in den Himmel schauen. Das ist super. Was hier noch ein bisschen anders ist als beim Shelter ist, ich kann das komplette Licht von hier oben schalten. Also ich muss nicht mehr aufstehen. Das gibt's. Du musst nie mehr aufstehen. Nee, du musst nie wieder aufstehen. Genau. Na, ist doch schon praktisch. Ich kenne das ja. Da hast du dich mal gerade eben hingelegt und dann ist irgendeine Lampe noch an. Ja. Genau. Nee, das kannst du alles von hier machen. Da ist ja Hightech, Patrick. Das ist schon fast Hightech, ja. Und das ohne Touchpad, sondern zumindest nicht digital. Was ich schön finde, ist das Schienensystem von Dometic. Ja. Weil das Also du kannst hier einfach rausdrehen, verschieben. Du kannst USB-Ports ansetzen. Du kannst auch mehr Lampen reinnehmen. Das ist schon gut. Was mir gut gefällt, ist das Hochglanzdach von innen. Das erweitert so ein bisschen, das habe ich damals noch beim WDR, habe ich das festgestellt, weißt du noch, als er da war. Und das ist irgendwie so ein Infinity-Dach, also du hast das Gefühl, das hört gar nicht auf. Ja, ja, insbesondere wenn man liegt, ne? Dann kommt das zu einem... Ich leg mich mal nämlich, jetzt schlafen wir gleich alle ein. Sag mal, habt ihr jetzt eine Deckenbeleuchtung drin? Das ist ja hier, ist ja wirklich... Indirekte Beleuchtung, das ist beim Kompakt tatsächlich ein bisschen aufwendiger, die Beleuchtung, als im Shelter. Da haben wir ja nur diese Einstecklampen, aber hier auch dimmbar und alles. Es ist schon schön. Also man kann sich das auch echt gemütlich machen. Hm. Ja, jetzt ist ein Meter mehr, ist auch wiederum blöd. Also wenn du sagst, die einen werden sagen, ey super, ein Meter mehr. Und da gibt es die andere Fraktion, die sagt, es kann gar nicht kurz genug sein. Ihr bedient beide, oder? Wie viele Längen gibt es denn? Wie viele verschiedene? Ja, es gibt den Shelter als kürzeste mit 4,70, den hier mit etwas über 5,60. Dann gibt es den Vision und es gab ja dann noch den Greyline, den gibt es aber aktuell zumindest, wird er nicht mehr gebaut. Ja, und da ist dann Schluss. Also größer macht Kipp nicht. So, wenn du jetzt unterwegs bist mit zwei Leuten, ist das ja der Grundriss quasi. Kann ich aus diesem Tisch vorne die Dinette noch ein kleines Bett machen, wenn ich ein Kind habe? Ja. Also den Tisch kann man auch genauso wie beim Shelter oder auch hier vorne runterlassen, die Polster zusammenschieben. Es ist aber wirklich ein schmales Kinderbett. Ja, wenn ich jetzt ein Kind habe. Ja, für ein Kind ist es super. Ja. So, jetzt hast du vorne hier so ein Regal. Wie nennt man die? Diese? Das ist eine Arbeitsflächenerweiterung. Arbeitsflächenerweiterung, die finde ich aber super nachts. Da kannst du nämlich das Notebook draufstellen und... Ja, und kannst Fernsehen gucken, das ist richtig cool. Ja, und es ist auch hoch genug, dass ich mit den Füßen hier unterkomme, selbst wenn ich mich mal drehe oder so, haue ich das nicht gleich kaputt. Jetzt muss ich mal selber eben gucken. Du hast Zeit, Patrick. Tipp. Du, es ist Freitagnachmittag, der Flieger ist eben gelandet. Du warst eigentlich schon müde, hast gesagt, du hast ziemlich geschuftet für den Termin hin, oder? Ja, ich bin seit Montag gefühlt jeden Tag irgendwie 18 Stunden unterwegs gewesen. Ja, weil die ganzen Fahrzeuge mussten nämlich hier nach Hamburg hingekarrt werden. Haben wir nicht noch einen Termin auf der Abenteuer-Allrad, glaube ich, haben wir noch einen? Ja, haben wir. Ja, da bin ich auf der Abenteuer-Allrad. Mit wie vielen Fahrzeugen bist du auf der Abenteuer-Allrad? Mit 4. Warum fährst du auf die Abenteuer-Allrad? Naja, weil wir schon Fahrzeuge haben, die speziell, sei mal, für den Offroad-Sektor ist. Das ist die Wildbox, der Hero, der Wolf. Der Campers. Bist du im Zelt da? Nee, ich gehe ins Hotel. Nein, ich meine mit deinem... Im Zelt, ja, wir sind im Zelt. Es gibt ja draußen und... Nee, das haben wir mal gemacht. Wenn dann das Wetter nicht mitspielt, dann hast du da echt verloren. Also Abenteuer Allrad ist eine Spezialmesse, ich glaube die größte der Welt in seiner Art, in Bad Kissingen. Das Ganze ist im Mai... Vom 30. bis zum 30.05. bis 3.06. Also 30.05. bis 3.06. Wir sind da, die Jan ist da. Das ist vielleicht noch viel wichtiger. Denn heute habe ich ihr die Tickets gebucht für die Morillo Open. Da sind wir auch. 9. bis 13. Mai. Und dann ist die Jan nochmal auf der Abenteuer Allrad in Bad Kissing. Bei mich will ja keiner mehr sehen. Die wollen alle nur noch die Jan sehen. Ist das, sag mal jetzt so, wie viele Jahre machst du das jetzt mit dem Wohnwagen? Es müsste jetzt demnächst das 5. anbrechen. Du bist gelernter Stuckateur, du hast ja was richtig Gutes gelernt. Warum denn jetzt Wohnwagenverkauf? Ja, werde ich öfter gefragt. Nein, irgendwann war die Frage mit der Fliegerei, weil Hubschrauber darfst du nur gewerblich bis 60 fliegen und das, wie wir eben gehört haben, ist das... Nochmal, du hast ab 60 Berufsverbot als Pilot, gewerblich. Auf Hubschrauber. Also Ein-Mann-Cockpit endet immer mit 60. Privat geht noch.
Ja, privat gibt es keine Limits außer das Medical, aber die berufsmäßige, also gewerbliche Fliegerei. Was ist das für ein Feeling, wenn du irgendwann mal so einen TÜV-Stempel wegkriegst? Ja, dem wollte ich eigentlich so ein bisschen vorauskommen, dass das eben so in der Weise nicht passiert. Und ich wollte auch nicht mit 60 aufhören. Und Jets kannst du zwar bis 65 fliegen, aber das ist auch schnell da. Und dann was zu starten, das ist dann definitiv zu spät. Hat es sich gelohnt? Weil es ist ja schon viel Arbeit. Ja, aktuell ist es natürlich alles nicht so toll, aber im Großen und Ganzen, ja. Ist eine spezielle Klientel, du brauchst viel Reichweite. Deswegen, wie ist denn das hier in Hamburg? Die kaufen ja alles irgendwie, was Cooles. Ist doch so, oder? Wir haben, klar haben wir auch Kunden aus Hamburg, aber das Gros der Leute kommt von irgendwo. Du bist ja auch in Lockstedt, also ich finde man ja nicht freiwillig. Also wenn du nicht weißt, nee, dass du da bist, ist zwar hier so eine Meile. Wenn ihr nicht wisst, wo es ist, liebe Hamburger, es ist das BMW Motorrad ist, glaube ich, direkt daneben bei dir. BMW Hauptniederlassung Norddeutschland hier. Hauptniederlassung Norddeutschland. Hört, hört. So, wir zeigen mal ein bisschen was. Denn das Coole ist, das ist so gemütlich, das Polster, dass wir selbst beim Drehen. Ich falte mich mal hier raus. Kein so billiger Schaum, wie man das sonst so kennt. Könntest du es mal zurückbauen hier? Ja. Da sitzgruppenmäßig? Genau. Ja, das geht alles ziemlich flott. Warte mal, ich mach mal eins. Ich gehe mal kurz ans hintere Fenster. Oder hier ans Seitenfenster. Und dann filme ich mal hier rein. Und jetzt kannst du mal umbauen. Ja, also wie gesagt, die beiden hier einfach weg. Kommt die Rückenlehne hier hin, die ist leicht angespäht. Ist es Magnet oder Klett? Was ist das? Gar nichts. Gar nichts. Das steht einfach so. Okay. Aber die untere Breite ist breiter als die obere. Das ist vom Anlehnen her ein bisschen angenehmer. Dann nimmt man dieses eine Einlagebrett hier raus. Dann nimmt man auch hier quasi. Achso, wir wollten vorhin im Shelter schon mal gucken. Ja, jetzt hier ist. Warte mal, jetzt muss man wegnehmen. Da kann man sogar durchgucken. Da ist irre viel Stauraum. Ja, ja. Ne? Und an diesen Stauraum kommt man eben super ran, wenn man die Gepäckluken hat. Weil ansonsten muss man jedes Mal die Polster wegnehmen. Das ist einfach keine Option, wenn man so einen Wagen kauft. Okay, außen ist eine Luke. Ihr habt das gesehen. Die ist optional. Die würde ich mitbestellen, weil es nachrüsten ist immer doof. Ja, ist möglich, aber es kostet halt einfach deutlich mehr. So, jetzt ist da ein Brett. Das ist der Tisch. Dann gibt es hier eine kleine Schiene. Da wird er einfach nur eingehängt. Dann hat der Stutzbein hier so ein Nupsi. Ja, und jetzt ist es schon fertig. Warte, ich komme mal zu dir. Lieber Patrick. Jetzt könnte man ja hier auch diesen Tisch kriegen, diesen optionalen Tisch, oder? Ja, macht aber tatsächlich bei diesem hier keinen Sinn, weil du ja die Sitzgruppe da hast. Aber wenn ich jetzt ein Kind habe, was vorne schläft und also ich habe ein Kleinkind, ein Dreijähriges, dann könntest ja, du hier den... Ja, hast recht, kann man machen. Im Kompakt-Adventure macht es noch ein bisschen mehr Sinn, weil wir ja diese Sitzgruppe nicht haben. Aber im Prinzip kannst du bei jedem Kompakt auch das Tischkonzept vom Shelter kriegen. Sollen wir mal ganz kurz das mal zeigen, weil drüben ist aufgebaut. Dann können wir mal kurz zeigen. Also hier hast du sogar noch Deko aus dem Ikea besorgt, sehe ich gerade. Ja. Sieht gut aus. So, und da wäre jetzt ein Querschläfer für kleine Personen oder ein Längsschläfer, das siehst du hier. Und das ist das Tischkonzept genau? Genau. So. Das ist zwar jetzt hier ein anderes Dekor, die Stärken, also die Tischplatten sind hier stärker, aber es gibt es auch für die Tischstärken, Plattenstärken vom Kompakt. Also das passt zusammen. Ne? Also es geht hier ja nur um das Konzept zu zeigen. Wenn du dich mal reinlegst, man kann es so schon nutzen als Längsbett, wäre gar kein Problem. Und dann hast du einen Tisch, da kannst du dann auch super drauf Fernsehen gucken, kannst das Notebook in die Mitte stellen, wenn du abends mal Netflix-Abend machst. Ja, ja. Ist doch geil, oder? Ja, absolut. Also du kannst, wie gesagt, das Gleiche drüben bauen im Kompakt und jetzt hat es geklingelt, ich weiß nicht, wer es ist. Ist ein Kunde da? Willst du mal gucken? Nö, eigentlich habe ich keine Kunden hier. Ach doch, ich habe jetzt einen Kunden. Ja, pass auf, wir machen jetzt mal eins. Ihr habt soweit verstanden. Guckt euch auch die anderen Videos an. Das hier haben wir schon gefilmt, das Modell mal. Also, dass wir das sehen können. Wir wollten nur mal halt Farbe aktuell mit Braun. Du kannst ruhig den Kunden mal aufmachen. Ja. Und ich zeige euch derweil mal den AES-Kühlschrank hier.
mit der automatischen Energieselektion. Also der kann Gas, 12 Volt und 230 Volt. Wir haben ein Drei-Flammen-Kochfeld hier mit elektrischer Zündung, drei große Schubladen und jede Menge Stauraum. Und was ich am meisten eigentlich am coolsten finde, ist hier dieses Konzept mit dem Aufstelldach. Denn das hat einen riesen Vorteil, Patrick. Dieses Aufstelldach hier hat den Vorteil, dass das Fahrzeug so flach wird, dass du das unter zum Beispiel einen Carport runterkriegst. Ja, das finde ich, oder? Das ist ein ganz großer Faktor für viele, ja. Ja, dass sie das auch in eine Tiefgarage reinschieben können, wenn die Einfahrt sehr hoch ist. Und das ist ein Mega-Faktor. Dann der Windwiderstand ist viel geringer. Ja, ja, macht enorm was aus. Der hebt aber nicht ab, oder, während der Fahrt? Nein. Das ist die Aerodynamik so irgendwie... Tragflächeneffekt, nee. So, sehr schön. Sag mal, hier ist eine Heizung drin. Was ist das für eine? Das Kipp verbaut in diesen Fahrzeugen, also Kipp, Shelter und Kompakt, hat immer die optionale Whale-Heizung. Was super ist, weil die kann beides. Die kann immer mit Landstrom arbeiten und wenn man autark steht, auch mit Gas. Mhm. Wir haben noch nie ein Problem mit gehabt. Ich bin absoluter Fan von dieser Heizung, auch was die Bedienung angeht. Ich habe einfach zwei Drehrädchen. Stell mir da eine Temperatur ein. Kommt aus dem Schiffsbau, ist glaube ich sehr, sehr zuverlässig. Genial ist aber hier die Fußbodenheizung, die kommt immer mit, oder? Die ist immer dabei? Ja, oder? Beim Shelter ja, beim Kompakt ist es in so einem sogenannten Komfortpaket mit drin, nehmen aber auch alle. Die würde ich auch holen, ja. Also die Nachrüsten geht ja gar nicht. Nein, erstens das nicht und zum Zweiten, das ist so wie Lenkradheizung oder Sitzheizung, wenn man das einmal hat und verstanden hat, dann will man das auch nie wieder missen. So ist das. Ja, schön. Patrick, mach mal hier noch eins auf, dass wir mal kurz reingucken können in so ein Fach. Ja, es gibt echt auch wahnsinnig viel Stauraum hier, ne? Das sind, glaube ich, wenn ich es richtig gezählt habe, 12 oder 11 Fächer. Alle auch hinterlüftet, also ja. Wie man sieht. Und hier schön mit Soft Opening. Und so, alles Metallscharniere. Das ist auch für Leute, die öfter mal unbefestigte Wege fahren. Also man wird immer gefragt, ja, wie Offroad oder schlecht wegetauglich ist denn das? Vom Fahrgestell sind die meisten, halten das locker aus. Das Problem ist immer der Innenausbau. Da gibt es dann die großen Überraschungen. Und der fällt runter, oder wie? Der hier? Nee, hier ist noch nie was runtergefallen. Also wir haben tatsächlich einen Kunden, der war mit seinem Shelter Outback letztes Jahr 40.000 Kilometer unterwegs und war gar nicht. Kein Schrank weg. Das ist ja oft ein Problem, dass die Möbel ja ein Teil der Stabilität sind. Das ist ja hier gar nicht so. Die hängen ja frei. Ja. Das ist wirklich interessant, das Konzept. Die Möbel sind wirklich bei den allermeisten ein Teil der Stabilität. Klar, wenn die Möbel hier reingeschraubt sind, das bringt auch nochmal was an Stabilität. Aber die sind wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig, oder? Nee, das ist ja hier, also die Seitenwände sind ja durchgehende Sandwich-Paneele. Also wir haben ja keine Gitterstruktur dahinter. Ist das holzfrei, der Seitenwandaufbau und Boden nein, und alles? Nein. Ich komme mal ganz schnell. Die Seitenwand hier, damit man mal versteht, wie so ein... Achso, der Schaum ist aber kein Holz. Also das gibt nein, ja auch... Nein, das ist XPS-Schaum. Das sind ja so recycelte PET-Flaschen im Großen. Wir haben hier 1,5 mm Aluminium außen, dann diesen Schaum, der auch keine Feuchtigkeit aufnehmen kann und dann hier die Holzschicht. Die ist jetzt hier zwar optisch verkleidet, aber das Holz kann die Feuchtigkeit aufnehmen. Deswegen haben wir auch so gut das Raumklima. Kondenswasserbildung und das Raumklima ist super. Aber allein schon, dass du das hier im Sommer ja auch aufstehen lassen kannst. Also das bringt absolut. Ja unglaublich viel. Absolut. Du kannst super durchlüften, ohne dass irgendwas passiert. Am höchsten Punkt eben. Ja, da sind wir. Du hast jetzt einen Kunden, aber wollen wir mal zeigen. Name von dem Modell Travel. Ja, ach so, was ich noch kurz erwähnen wollte, weil wir es anfangs angesprochen hatten, es gibt ja auch die Adventure-Ausstattung. So, und die Adventure-Ausstattung, die hat hinten nicht die Sitzbank, sondern die hat da die Küchenzeile. Und wo hier jetzt die Küche ist, ist da ein Schrank und eine fest verbaute Chemietoilette. Von außen sieht er genauso aus. Genau, von außen sind sie identisch, nur diese Aufteilung hinten ist anders, vorne ist auch identisch. Das ist tatsächlich auch wirklich nur für jemanden, der unbedingt eine fest verbaute Toilette haben will mit einem Sichtschutz, was es hier nicht gibt. Wir haben hier ja auch genau das gleiche Fach für eine Trobolo oder eben Potapotti. Ja, das kann man machen, wie man möchte. So, du hast drei Läden, wo man es gegen
Terminierung am besten gucken kann oder am Wochenende geht es auch so, guckt am besten rein. Was ich gemerkt habe, auf deiner Webseite hast du die Filialen nicht drauf. Deswegen habe ich habe ich nicht gefunden. Zeig mal. Hast du dabei das Handy? Weil ich habe das nicht, also ich habe den, klar, wenn man nicht googelt, zum Beispiel Wheelhouse Hamburg, da findet man nicht direkt. Nein, nein. So, Wheelhouse, guck mal, Kontakt. Ja, Kontakt. North, Offerkamp, West, Gebrüder Parken, South, Leimeringer Straße, Dasing. Da stehen auch die Öffnungszeiten. Hamburg also immer mit Termin. Mülheim-Kärlich, Freitag, Samstag. Und Dasing ist von Dienstag bis Samstag. Wahrscheinlich geht es nur um iPhone, oder? Ja, das hast du gerade weggeschmissen. Nicht schlimm. So, heute ist der 19. April 2024. Ist schon ein bisschen losgegangen bei dir? Ja, also es war tatsächlich schon besser jetzt, ganz aktuell. Gut, das Wetter war auch wirklich schlecht. In zwei Wochen war weniger. Wetter war wirklich übel. Also der Winter war auch übel. Also es war nicht kalt, aber es war sehr feucht. Auch in Hamburg? Ja, hier ist es sowieso immer feucht. Also. So, dann danke fürs Einschalten. Wir sind bei Wheelhouse, komm mal mit. Das ist das Logo und man könnte ja auf die Idee kommen, so Wheelhouse, das ist gar kein Wohnwagenladen oder Wohnmobilladen, sondern da kommen auch viele so drauf. Okay, ne? Ja, also wir haben damals natürlich lange überlegt, Wheelhouse kommt ja eigentlich aus der Schifffahrt, das ist tatsächlich der Steuerstand, aber ich denke mittlerweile... Das heißt eigentlich Reifenhotel, also das ist das Wheelhouse. Kann man auch davon halten. Das ist, was der Fachhändler kauft, also der Autohändler kauft das, um die Winterreifen einzulagern. Ja, ja. Und dann kommt es damit hinzu, zum Beispiel Public Viewing heißt ja auch in Deutschland, dass man irgendwelche Fußballspiele guckt. In England weißt du ja, was das heißt. Ja. Ist die, wenn jemand zu Grabe getragen wird, dann gibt es Public Viewing, das ist der offene Sarg. Ja, schön. Hast du gewusst? Ja. Das ist krass, oder? So, jetzt sind wir da. Ja, und das ist das Jubiläumsmodell, haben wir ein eigenes Video gemacht. Vielen Dank, Patrick. Und wenn ihr sowas kaufen wollt, das Coole ist dabei, es haben schon viele namhafte Leute im Spiegel, habe ich schon gesehen, da war ein Bericht über ein Kipp drin und die testen gerne auch mal deine Sachen, weil die doch sehr außergewöhnlich sind. Ja, ist ja witzig. Ach stimmt, die sind ja auch hier in Hamburg. Gute Zusammenarbeit. Ja. Praktisch, oder? Ja, ist praktisch. Tschüss, Patrick. Ciao.